Hi, es ist wieder Dienstag und ich bin die Saar und erzähle euch wieder was aus dem dieses Mal kaltem der Sau. Ich bin etwas angeschlagen, im Hals und in der Nase, aber auch mit meinen Weisheitszähnen hier unten. Die tun gerade sehr weh und so ist aber in Behandlung. Ich zeige euch jetzt trotzdem erstmal das, was ich für euch gemacht habe. Wieder gedreht habe. Ich war wieder unterwegs. Viel Spaß! Heute bin ich für euch unterwegs bei strahlendem Wetter, aber auch windigem Wetter, weswegen ich mich für dieses Audiokommentar hier entschieden habe. Hier seht ihr schon mal den Straßenbahnbahnhof und den Busbahnhof vor dem Hauptbahnhofsgebäude, wo ich heute bin. Ja, das sieht man hier gleich nochmal. Tada. Am 1. September 1840 wurde der Bahnhof von der Berlin-Anhaltischen Eisenbahngesellschaft ins Leben gerufen. Die Uhr, die da oben zu sehen ist, steht immer noch auf 12 nach 1. Die wird auch immer da stehen. Keine Ahnung. 1911 wurde die Verbindung nach Bitterfeld elektrifiziert. Und wegen den Junkerswerken besaß die Eisenbahn eine sehr große Bedeutung für die Logistik. Jetzt kann ich euch noch was zum Bahnhofsgebäude erzählen, denn im Zweiten Weltkrieg wurde es völlig zerstört und neu aufgebaut, 1952 wieder eröffnet. Jetzt bin ich reingegangen und da sieht man einen Bäcker, ein bisschen Design an den Wänden. Und ich mache mal einen Rumschwenk. Da geht's zum Umweltbundesamt, auf der anderen Seite zum Anhaltischen Theater, da ist ein Blumenladen. Eine schöne Werbung für die MDR Jump Morning Show. Ein Kiosk, ein Zappel. Und jetzt werde ich mal den Gang darunter wagen, denn da geht es nicht nur zu den Gleisen. Bis 2006 war der Hauptbahnhof halt für Interregio- und Intercity-Züge. Doch danach wurde er ausschließlich für den Regionalverkehr benutzt. Bis heute. Im Jahr 2008 bis 2011 wurde er umfassend umgebaut und saniert. Ab Dezember 2015 soll in Dessau das S-Bahn-Netz Mitteldeutschland angeschlossen werden. Das heißt, es gibt dann S-Bahn nach Leipzig und nach Halle. Da sieht man den Eingang, wenn man von Ziebig kommt. Von hinten auch ein sehr schöner Designeingang. Und jetzt bin ich wieder vorne. Es gibt auch ein Casino. Da an der Seite auch noch ein Bäcker. Und jetzt werde ich mal zum Seiteneingang gehen und euch noch die Bahnhofsmission zeigen. Ja, die bei den Türen dachte ich nicht, dass die elektrisch aufgehen. Das wusste ich gar nicht. Also, ich war sehr überrascht. Das ist so der Special-Effekt von dem Video. Da sieht man nochmal ein Regionalzug, kein Intercity-Zug, weil die halten ja nicht mehr. Da ist die Bahnhofsmission an der Seite und da oben sitzen die auch und die Räumlichkeiten wurden 2013 erweitert und modernisiert. Das kann ich euch noch dazu sagen. Und jetzt werde ich mich aber mal rumbegeben um das Bahnhofsgebäude, dass ich nochmal die Totale habe, denn ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Behindertenparkplätze haben sie auch und eine Rampe. Sehr schön also behindertengerecht ist er auch, aber die Fahrstühle sind zu klein. Dann müsste ich mal eine kleine Kritik abgeben. So, am 7. März um 11 Uhr findet hier die erste Kundgebung statt für die Menschenkette gegen rechts in Dessau. Ich schwenke nochmal um auf eine Straßenbahn und den schönen Platz vor dem Bahnhof und kann mich schon verabschieden. Tschüssi! Hauptbahnhof von Dessau. Nur, dass man es nochmal gesagt hat. Ich bin gerade von meinen Intensivwochen gekommen und ja, wir haben eine Erklärung bekommen zu dem Motivationstag und den dürfen wir jetzt auch jedes Mal wieder durchführen. Ich erkläre das euch jetzt natürlich auch. Vorher würde ich euch aber sagen, dass bei mir wieder Kilos gepurzelt sind. Ich bin jetzt wieder bei 74,8, wo ich am Anfang auch schon war.
Deswegen spare ich mir wieder die Bilder. Und ja, weil ich ja da am Anfang schon war. Und jetzt kann ich euch den Motivationstag mal erklären. Das ist einfach so, dass wir ja weniger Kalorien in den letzten paar Wochen zu uns genommen haben, als unser eigentlicher Energiebedarf ist. Und damit der Stoffwechsel sich nicht zu sehr daran gewöhnt und mehr verbrennt, als er soll, haben wir so einen Tag, wo wir alles essen können, was wir wollen und wann wir wollen, damit der Stoffwechsel eigentlich wieder nach oben ein bisschen steigt und er wieder angekurbelt wird, um wieder mehr zu verbrennen. Und der Motivationstag wurde vor 2 Wochen eingeführt und den dürfen wir jetzt weiterführen. Nochmal zu der Erklärung für euch. Also, es bringt schon was, so einen Tag zu haben. Ich meine, ich finde den auch recht schön. Und auch mal was anderes, weil man kann ja dann wirklich alles essen, was man möchte, ne? Ihr merkt schon, ich bin angeschlagen und werde nicht so viel reden, weil mich meine Zähne total wehtun. Ja. Und da kann ich euch gleich vom letzten Motivationstag erzählen. Kurz und knackig, es war ja Valentinstag und wir waren beim Italiener essen und es war sehr lecker, sehr scharf. Ich habe das mir einpacken lassen, nächsten Tag nochmal gegessen, nochmal mit einem Glas Milch, weil es ging gar nicht anders. Ja, ich habe mir aber das selber bestellt und ich wollte das hier so und ja, waren wir halt beim Italiener essen und es war sehr lecker und danach, als wir dann wieder zu Hause waren, gab es dann den Kuchen, den ich gebacken habe. Den hatte ich ja schon angekündigt beim letzten Mal und natürlich werde ich euch jetzt ein Bild davon zeigen. Tada! So sah der Kuchen aus. Er hat sehr lecker geschmeckt, weil das ist hier mit Himbeer-Götterspeise und Himbeeren selbst und Sahne und einen selber gemachten Biskuitteig und Fondant drüber. Ja, er hat sehr lecker geschmeckt. Der Hälfte ist sogar noch da. Heute ist ja auch erst Dienstag. Und das war dann eigentlich mein Valentinstag, so an sich, mit viel Kerzen, viel Rosenblätter und so. Also, was halt der Valentinstag alles so bringt. Ich habe ja meinem Freund den Kuchen geschenkt zum Valentinstag und noch eine kleine extra Überraschung für ihn gehabt. Und er hat für mich, davon zeige ich euch auch jetzt gleich ein Bild, etwas ganz Besonderes gekauft, was ich ihm mal erwähnt hatte, was mir gefällt, weil ich es im Radio gehört habe. Er aber, wo ich das erzählt habe, es schon lange bestellt hat. Er wusste schon, als er das erste Mal das gehört hat, dass mir das gefällt. Und das finde ich total süß und total aufmerksam. Und dann zeige ich euch das gleich nochmal. Ja, das ist Disney ein Konzert, das heißt Musikfilme, Musik aus Disney-Filmen mit Sinfonieorchester, MDR-Sinfonieorchester. Und da freue ich mich sehr drauf in Leipzig. Und ich bin gespannt, wie es wird. Und ich fand es sehr aufmerksam. Ja. Des Weiteren kann ich euch erzählen, dass mein Text und meine Choreo so gut wie fertig sind. Ich habe gestern fleißig dran gearbeitet, nochmal und dran geschrieben. Und ja, heute kann ich es vorstellen. Freue ich mich sehr drauf. Und dann bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Weiterhin habe ich mir langsam Gedanken gemacht, was ich denn nun nach meinen Intensivwochen so mache. Und natürlich zeige ich weiter Dessau und das werde ich auch weiterhin noch in den Intensivwochen machen. Aber danach, was könnte ich danach tun auf meinem Kanal?
Ich will ihn ja nicht einfach abebben lassen. Mein Freund brachte mich auf eine tolle Idee, einfach mit den Rezepten und mit den Follow Me Amounts weiterzumachen. Von wegen irgendwelche Rezepte ausprobieren und dann könnt ihr mir auch mal wieder beim Backen zugucken oder beim Kochen oder was auch immer. Ich denke mal, das würde euch auch gefallen, alle, die meine Videos so gucken. Und ja, das werde ich dann weiter tun. Aber erstmal sind ja die Intensivwochen noch nicht vorbei. Ja, ich hatte dann auch noch so als Idee, Cover-Videos oder so zu machen, aber das ist noch in weiter, weiter Ferne. Und ich hoffe doch auf weiteren Zuspruch und auf weitere Unterstützung in meinen Videos. Und so. Und ich werde auch eine kleine Rubrik einbauen. Vielleicht, die euch interessiert. Vielleicht auch nicht. Filme. Filme, weil ich sehr filmfanatisch bin und deswegen kann ich ja, ich kann ja auch gleich mal anfangen. Ich werde diesen Samstag wahrscheinlich oder Sonntag, mal sehen, wie es mir die Zeit so gibt, ins Kino gehen zu Into the Woods. Der startet am 19. Februar. Und naja, dann werden wir mal sehen, was der Film so in sich trägt, welche Botschaft oder was auch immer. Es geht jedenfalls um eine Familie, eine Bäckersfamilie, die unbedingt ein Kind haben will und ja, dadurch auch einen Fluch auf sich trägt und die wollen ihn halt jetzt brechen und müssen für von sämtlichen Märchenfiguren eigentlich die Gebrauchsgegenstände, so zum Beispiel den roten Mantel von Rotkäppchen oder den Zopf von Rapunzel oder die Zauberbohnen holen für die Hexe und beginnen da halt auch den Gestalten und auch den bösen Wolf, der gespielt wird von Johnny Depp. Und Meryl Streep als Hexe und Chris Pine als Prince Charming. Ja, Emily Blunt als Bäckerstochter. Ja, mal sehen, wie es wird. Und ich kann euch ja das nächste Mal eine kleine, klitzekleine Review geben davon. Von dem Film. Dann bin ich ja echt mal gespannt. Und dann würde ich jetzt auch schon auf Wiedersehen sagen. Denn ich möchte aufhören zu reden, meine Zähne tun so weh. Okay, also ich sag jetzt einfach mal Tschüssi und noch eine schöne Woche euch und wir sehen uns nächsten Dienstag. Tschüss!